Jawohl, beim letzten Spiel hast du noch gelobt, dass die ersten 20, 30 Minuten wieder gute druckvolle Ballbesitzphasen dabei waren. Ist jetzt das Ziel, auswärts dann auch mal solche Phasen im Spiel zu haben oder mehr von solchen Phasen? Ja, gerne mehr. Also wie gesagt, die ersten 20, 30 Minuten waren sehr dominant, haben mir sehr, sehr gut gefallen, wie wir gegen den Ball gespielt haben, wie wir umgeschaltet haben, aber wie wir natürlich auch mit dem Ball gespielt haben, natürlich auch in den Umschaltmomenten. Und ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, diese Spielphasen, die wir in sehr, sehr vielen Spielen schon hatten, dass wir die einfach schaffen, auch nochmal gegen Düren zu verlängern und dementsprechend auch mehr dieser Phasen dann in so ein Spiel halt reinbekommen. Düren hat vor 2 Spielen den Trainer gewechselt. Hat das irgendwie Auswirkungen auf euer Spiel oder ja, habt ihr da Veränderungen wahrgenommen? Ich glaube, dass ein Trainerwechsel immer Veränderungen mit sich bringt, was oftmals die Grundstruktur angeht, was vielleicht auch nochmal ja, das eine oder andere angeht, was wir nicht beeinflussen können. Und dementsprechend liegt der Fokus jetzt auch gegen Düren hauptsächlich bei uns. Natürlich werden wir uns auch wieder die ein oder andere Szene angucken ja, im Videostudium, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie spielt der Gegner. Aber in erster Linie wollen wir auf uns schauen. Wir wissen, dass wir gut drauf sind, dass wir eine gute Qualität auch im Kader haben. Und das gilt es jetzt letztmalig auch noch ja, vor der Winterpause auf den Platz zu bringen. Düren ist ja sehr gut in die Saison gestartet, was sie auch beim Hinspiel gezeigt haben gegen uns. Wie schätzt du die Mannschaft jetzt aktuell ein? Was ist das für eine Mannschaft? Ja, ich glaube insbesondere, wie es für uns auch ein wichtiges Spiel ist, jetzt einfach nochmal gut auch das Jahr zu beenden, ist es für Düren auch ein besonderes Spiel gegen Alemannia zu spielen. Und dementsprechend erwarten wir ein hart umkämpftes Spiel. Beide Mannschaften werden sich nicht schenken. Ich erwarte einen gut organisierten Gegner, der überwiegend über Umschaltspiel zum Erfolg kommen möchte, ja, der gute Standards tritt. Und ja, wir werden alles reinwerfen, um dann auch mit einem guten Abschluss das Jahr zu beenden. Ja, für uns ist schon der Jahresabschluss. Die anderen Teams dürfen ja nächste Woche nochmal ran. Ist das, sagst du, ein schlechter Zeitpunkt für die Winterpause oder nochmal extra Motivation, jetzt nochmal Gas zu geben? Ja, Gas geben werden wir so oder so, egal ob wir jetzt noch ein, zwei oder drei Spiele haben. Ich glaube, die Mannschaft ist in einem guten Flow, aber man darf nie vergessen, dass man sich das Woche für Woche auch neu erarbeiten muss. Das machen wir aktuell sehr, sehr gut. Und ja, rein was die Ergebnisse angeht, würde man sich, glaube ich, bisher wünschen, dass weitergespielt wird. Allerdings haben die letzten Wochen, Monate auch sehr, sehr viel Kraft gekostet. War eine sehr intensive Zeit. Und ich habe ja auch immer gesagt, dass man in der Pause natürlich auch nochmal gewisse Dinge über einen längeren Zeitraum sich erarbeiten kann. Also, dass man auch nochmal an der einen oder anderen Stellschraube drehen kann. Und dementsprechend wollen wir am Samstag alles reinwerfen, aber freuen uns dann auch auf ein paar ruhige und freie Tage. Und möglichst mit 3 Punkten dann einen guten Tabellenplatz unter Weihnachtsbaum. Ja, das ist natürlich der Wunsch. Das haben wir selber in der Hand. Wir können inhaltlich alles abrufen. Wir können Gas geben und damit auch beeinflussen, wie am Ende das Endergebnis ist. Und wie gesagt, das wollen wir machen. Wir wollen Vollgas geben und dementsprechend dann gucken, dass wir auch unseren positiven Trend fortsetzen können. Gibt es denn personell noch irgendwelche Veränderungen jetzt für das Spiel? Tim sollte ja irgendwie untersucht werden diese Woche. Genau, also bei Tim ist es so, der hat heute und morgen MRT-Termin. Der fällt definitiv aus. Leider muss man sagen, weil natürlich auch nochmal ein zusätzlich ja, ein Qualitätsspieler, auch der Kreativpunkt in der Offensive sein kann, uns damit wegbricht. Hinzu kommen halt Alex Heinze und Dario De Vita, die ja jetzt schon seit längerem ausfallen. Und ja, das Personal, was uns zur Verfügung steht, ist sehr, sehr gut aus meiner Sicht wieder. Und dementsprechend haben wir da auch viele Optionen, eine gute Mannschaft auch auf den Platz zu bringen. Gut, danke. Gerne. Marcel Damaschek, das letzte Spiel des Jahres steht an. Gegner ist der erste FC Düren. Die Fans von uns haben die tausende Karten, die uns zur Verfügung standen, am Dienstag schon alle gekauft. Merkt man das, dass das für die Fans dann schon ein besonderes Spiel ist? Ja, also ich glaube, vor allem wären viel mehr Karten verkauft worden, wenn es mehr gäbe. Ich glaube, also wäre das jetzt ein Heimspiel, dann wäre hier einiges los am Tivoli. So, ja klar, kommen alle aus Aachen, die können, und darauf freuen wir uns. Ihr seid ja bisher besonders heimstark. Hilft die Unterstützung dann, dass so ein Auswärtsspiel auch sich so ein bisschen mehr wie so ein Heimspiel anfühlt? Ja, ein Auswärtsspiel ist ein Auswärtsspiel. Also das kann man gar nicht vergleichen mit irgendeinem Spielen auf dem Tivoli. Wenn hier halt ein Tor fällt oder sowas, das ist klar, dass alle ausrasten. Und ja, deswegen kann man das nicht wirklich vergleichen. Ja, das letzte Spiel nach einem intensiven Jahr. Letztes Jahr war es wahrscheinlich nicht so schön, in die Winterpause zu gehen.
dieses Jahr bisher Tabellenplatz 3. Erfreut es einen dann umso mehr, dass man jetzt mit so einem Spiel das Jahr nochmal schön beenden kann? Ja, also vor allem ist es auch schön, dann eben die Weihnachtszeit mal ein bisschen weiter oben in der Tabelle zu verbringen und mal nicht auf Fragen zu antworten, ja, warum läuft es denn bei euch nicht oder sowas?